Blockparton hat mir die Frage gestellt, warum es oft so schwierig ist, wenn man unterschiedliche Positionen vertritt, auf einen Kompromiss zu kommen. Nun ist es so, das kann man schon seit der Antike verfolgen, dass es bestimmte Positionen gibt, die nicht vereinbar sind, die also antinomisch sind. Schon in Griechenland konnte man feststellen, dass einige beispielsweise an eine Transzendenz glauben, an eine Welt der Ideen und meinten, dass die ganze Welt aus dieser Welt der Ideen abstammt. Andere dagegen waren der Meinung, alles beruht auf der Materie, auch das Denken, die Ideen sind von der Materie abgeleitet. Und diese zwei grundsätzlich unterschiedliche Positionen haben einen Rattenschwanz von weiteren Entscheidungen, die man trifft, die aber immer wieder begründet werden in diesen zwei Positionen. Es gibt ein Gott oder etwas außerhalb der Welt. Das ist, was man philosophisch Idealismus nennt. Oder die andere Position, es gibt nichts, keine Transzendenz. Alles kommt von der Materie. Das sind die Materialisten. Und natürlich haben diese zwei Positionen in allen Bereichen des Lebens Konsequenzen. Beispielsweise, wer dem Idealismus tendiert, hat eher eine hierarchische Vorstellung der Welt, denkt, dass eine kleine Elite geeignet ist, die also näher an Gott steht, Entscheidungen zu treffen im Staat und dass die anderen sich eher fügen sollen. Wer materialistisch orientiert, richtet seinen Blick auf die Welt, versucht die Welt zu verändern und damit die Menschen glücklicher sind, versucht Strukturen zu finden, die der menschlichen Natur entsprechen. Sie glauben also nicht, dass Gott alles bestimmt, sondern sie meinen, dass der Mensch selber vieles in die Hand nehmen können, denn einen Gott gibt es nicht. Also das sind jetzt zwei Beispiele für Positionen, die so grundsätzlich sind, dass man einfach schwer zu einem Kompromiss geraten kann, wenn es um wirklich wesentliche Strukturen der menschlichen Lebensbewältigung geht, um Staat und Politik. Diese beiden Positionen sind schon sehr bestimmend. Ich gebe noch ein anderes Beispiel aus meinem eigenen Leben als 68er, weil ich auf einmal damals so aufgeregt war, dass ich plötzlich gemerkt habe, ja, es gibt Menschen, die Macht haben, die also diese Macht gar nicht abgeben wollen und die alles prägen wollen. Die Universität ist so strukturiert, die Schule ist so strukturiert und man muss sehr kritisch sein gegenüber Machthabern. Also es war immer die Position, sagen wir, bottom-up gegen Leute, die Macht haben. Das gilt auch für die Wissenschaft zum Beispiel, dass ich der Meinung bin, dass Menschen, die im Vollzug sind, Praktiker sind, mehr wissen letztlich und mehr Erfahrung sammeln, als Leute, die aus der Theorie heraus ihre Meinung von außen sich bilden und Erscheinungen analysieren. Und um das abzuschließen, das hat sich bei mir zum Beispiel in Hamburg gezeigt. Natürlich, viele haben das nicht verstanden oder meinten, es sei eine Perturbation. Ich bin sehr sensibel für Erscheinungen, wo nicht das Gefühl haben, nun übernehmen Wissenschaftler, Leute eher von außen die Schlüsselposition unbewusst. Das meinen sie ja nicht bewusst, aber das ist so. Und die Praktiker wären immer weniger, kommen immer weniger zum Zug und man übersieht oft das, was die wirklich in der Praxis erleben. Gut, das war ein bisschen lang jetzt, das Video. Vielleicht kann man trotzdem damit was anfangen.